Mein Name ist Ines Marbach und ich bin Moderatorin. Wenn Kunden meinen Namen das erste Mal lesen, dann kommt ganz häufig die Frage: Doktorin und Moderatorin, wie geht das denn zusammen? Sehr gut, muss ich sagen. Ich bin nämlich Fachmoderatorin für Nachhaltigkeit. Ich habe promoviert in Umweltwissenschaften. Und wenn es dann um Veranstaltungen oder Produktion geht, wo es um E-Mobilität geht, um nachhaltige Energieversorgung, um Sustainable Fashion und vieles mehr, dann habe ich das nötige Know-how, um die richtigen Fragen zu stellen und gekonnt durch eine Veranstaltung zu führen. Ich beschäftige mich aber als Moderatorin nicht nur mit Nachhaltigkeit und Umweltthemen, sondern mit ganz, ganz vielen verschiedenen Themen. Das macht meinen Beruf gerade so spannend für mich. Und vor allem bei meinen TV-Jobs kann es sein, dass ich heute noch mit einer Designerin vor der Kamera stehe. Morgen ist es schon ein Doktor der Medizin, der eine Innovation vorstellt. Und übermorgen stehe ich mit meinem Kollegen Ralf Kühler vor der Kamera und moderiere die Online-News. Dann mache ich noch sehr gerne Veranstaltungsmoderation. Bei Veranstaltungsmoderationen, da liebe ich den direkten Kontakt zum Publikum. Und den nutze ich auch ganz gerne, gehe also manchmal ins Publikum, stelle Fragen oder reagiere auf Zwischenrufe. Ganz wichtig dabei aber immer, den roten Faden nicht zu verlieren und der Gastgeberrolle gerecht zu werden. Nur wenn das gelingt, dann habe ich meinen Job auch wirklich gut gemacht. Was für mich eine gute Messemoderation ausmacht, das sind einige Dinge. Zum einen müssen natürlich die Informationen transportiert werden, die der Kunde sich wünscht, das auf möglichst unterhaltsame Art und Weise, Infotainment, wie man neudeutsch sagt, und auf verschiedenen Sprachen, denn wir haben es auf Messen immer mit internationalen Kunden, mit internationalen Besuchern zu tun und deswegen moderiere ich auf Messen auf Deutsch, Englisch oder Spanisch. Und wenn dann am Ende der Kunde zufrieden ist, die Messebesucher sich gut informiert und unterhalten fühlen, erst dann bin auch ich zufrieden. Na, habe ich Sie neugierig gemacht? Dann schauen Sie doch vorbei auf meiner Homepage www.ines-marbach.de.